So Leute, was geht ab? Jetzt sind wir im Auto. Ich zeige euch jetzt, wie das geht mit dem OBD-Adapter. Und zwar, ich habe einmal den Adapter von Carly. Das ist ein Adapter für das iPhone und für Wi-Fi, also nicht für Bluetooth. Und da gibt es auch ähnliche von Elm, ELM 372 heißen die. Die kann man auch verwenden, habe ich auch schon verlinkt. Das steckt man dann einfach hier rauf. Da kann ich auf jeden Fall erzählen, meiner ist jetzt gerade echt übelst am Abkacken. Und zwar habe ich den Adapter mal drin gehabt, bin beim Einsteigen hier gegengekommen und habe mir den halt ein bisschen angeknackst. Dann war ich letztens bei BMW und der Typ hat mir den Tester daran gemacht und hat den halt so reingepresst, dass er halt mir die Halterung jetzt komplett abgebrochen hat. Ist ein bisschen scheiße, muss man darauf achten, dass man da nicht hängen bleibt, sonst sieht es so scheiße aus wie bei mir. Ansonsten jetzt einfach Schlüssel habe ich reingesteckt. Könnt ihr einfach Zündung anmachen, ist aber eigentlich hier gar nicht so wichtig, aber würde ich auf jeden Fall machen. Zündung an. Und dann nehmt ihr das iPhone. Ich stelle mal kurz ab. Hier habe ich ganz frisch einmal die Dashcam-App installiert. Dann geht ihr einfach in die Einstellung rein. Und dann theoretisch zeige ich euch mal, wie das aussieht, wenn es gar nicht connected ist. So, geht ihr ins WLAN rein und kommt hier der iVini Apps oder beziehungsweise der Elm Adapter erscheint dann hier, dann geht die da einfach rein. Jetzt noch das Handy. So, dann ist er soweit connected. Sieht man glaube ich auch da oben am Symbol. Die Dash Kommando App, die ich jetzt hier habe, die ist ganz, ganz frisch installiert, also die habe ich noch gar nicht benutzt. Klickt ihr auf und die App öffnet sich dann. Und dann kommen erstmal hier ein paar Fragen, also einmal Ortungsdienste erlauben, glaube ich jetzt mal, also habe ich sogar deaktiviert gehabt, aktiviere ich mal, Dashcam aktiviere ich auch, gehe ich hier wieder zurück, gibt es hier erstmal ein Agreement, das agreeen wir natürlich erstmal, so und dann fragt er hier ganz wichtig, was für eine Hardware habt ihr denn hier für ein Interface? Und wie ich eben sagte, diese ELM, die Elm 327 Adapter fürs iPhone gehen auch und der von Kali ist genau der gleiche. So, und deswegen nimmt man auch dann hier den ELM. Stehen aber noch ein paar zur Auswahl. Oder irgendwie sowas. Aber den ELM nimmt man dann einfach. Dann sieht man auch schon, der ist hier connected. Dann kann man hier die Vehikel, das Auto hinzufügen, also in meinem Fall ein, genau, ein 2005er, BMW, der ist not listed, schreibt man hier rein, 330i, Typ, E90, ist aber alles jetzt nicht zwingend notwendig, kann man machen, kann man sich aber eigentlich auch schenken. Hubraum Liter, 3 Liter. Ja, lassen wir mal so. Ist jetzt nicht ganz so bedeutend. So, jetzt entscheiden wird es dann hier, da kann man noch ein paar Sachen mehr auslesen, aber das ist erstmal so das kleine Basic Setup, das man im Auto angelegt hat. Man sieht, ich bin hier schon connected und wie die App an solches funktioniert, habe ich ja eigentlich schon in einem anderen Video erklärt. Das hatte nur jemand den Wunsch geäußert, dass ich hier auf jeden Fall nochmal erkläre, wie man das Ganze connected. Im Endeffekt, die App ist hier frisch installiert und wenn man jetzt hier in die Dashboards reingeht, na, eben hat er mich rausgeschmissen, keine Ahnung warum. Irgendwie läuft das System gerade derbe uncool. Normalerweise habe ich überhaupt keinen Stress damit. Auf jeden Fall connecte ich mich jetzt einfach nochmal. Das macht man über diesen Button, wenn man da drauf drückt. Und sollte jetzt eigentlich auch alles funktionieren. Genau, bin ich connected. Und wenn ich jetzt hier den Motor starte, was ich jetzt mit direkt mache. Also einmal hier. Gang raus. Jetzt sieht man, dass er auch schon die Connecte direkt hat und zeigt hier an meine Drehzahl gerade und das Ganze auslesen wie gewohnt funktioniert auch. Ja, da hat sich nämlich einer gewünscht, dass ich das mal mache als Video. Egal, mal so. Kurz gefasst ist es so, dass das Video auf Wunsch für einen einzigen YouTuber jetzt entstanden ist und zwar, er wollte ganz genau wissen, wie man das connected mit dem Dashcam. Das habe ich jetzt gemacht. Ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall weiterhelfen. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Also haut rein, Pinks. Haut rein, Jungs. Peace.